Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Nord. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten hier den Zünder extrahiert, genau. Und jetzt haben wir hier eine Auswahlmöglichkeit zwischen drei verschiedenen Missionen. Gabun, Kamerun, Orca, Raub, Sterbenskrank. Das sind auch verschiedene Dinger, ne? Also da muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Aber ich glaube, ich nehme jetzt erstmal hier diese Kamerun-Mission. So. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal nochmal die Cutscene an. Ganz. Tja, ja. Dich hält ja wohl gar nichts auf, wie? Kane will jetzt, dass du dieses Dorf zerstörst. Es bildet die letzte Abwehrlinie zwischen ihm und seinen Tiberiumfeldern. Da laufen ein paar Farmroboter rum, aber die sind alt und fallen um wie die Fliegen, auch ohne dass du viel nachhilfst. Und keine Angst vor GDI-Einheiten. Der Nachrichtendienst meldet nur eine Handvoll Forscher dort. Ja, das mit den Informationen von den Nord, das war ja immer so eine Sache. Wenn da nur Forscher rumrennen, warum geben die uns einen Panzer? Also wirklich, also warum geben die uns hier eine Basis? Wir können eine Basis aufbauen und müssen gegen Forscher kämpfen angeblich. Naja gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ja, gehen wir das mal an hier. Freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim guten alten Command & Conquer Remaster. Und nein, mach doch nicht das Not-Mod im Arsch. Das hört doch mal auf. Lass doch mal das Motorrad in Ruhe. Gummipanzer fahr da drauf. Perfekt. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal die nächste Mission hier an. Freitagabend und ja, was gibt's da Besseres, als hier Command & Conquer Tiberium-Konflikt zu spielen, Leute? Nichts Besseres, es gibt nichts Besseres. Warum hat der Bauhof einen Knacks? Naja, egal. Erkunde mal bitte weiter die Karte hier. So. Und ja, Leute, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, nach wie vor. Und dann bauen wir mal hier unsere Basis weiter auf. So, Flugfeld bitte. Das sind nämlich unsere Panzer. Und die Grenadiere, ja gut, kommt. Kriegt ihr schon hin. Verlasst mich da ganz auf euch, Leute. Seht ihr? Das haben sie hingekriegt. Jawohl, sehr. Da stehen ganz schön viele Einheiten für Forscherdorf, ja. Nichts von wegen Forscherdorf. Ich hab's doch gewusst, ey. Die wollen mich hier verarschen. Die haben hier alles vollgekleistert mit Panzern und allem. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl echt miese Taktik hier von der Bruderschaft. Die wollen es einfach loswerden, irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? Oder Seth hat Angst, dass wir ihn ersetzen. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. So. Waffenfabrik, ein Sammler bitte und danach Gummipanzer. Genau, da brauche ich noch einmal ein Kraftwerk, so. Mit dem Motorrad fahre ich mal hier unten kurz hin und dann direkt wieder zurück. Einfach mal ein bisschen nerven, die Einheiten da. So, Leute, und dann würde ich mal sagen, kein Geld mehr, ja, ist in Ordnung. Eine Werkstatt haben wir hier aber nicht, ne, das ist komisch, Leute. Was? Zwei Männchen? Was wollen die denn da? Was will der denn da? Hey! Der will auf meinem Bauhof, der Sack. Ja, keine Chance. So. Ui, Grenadiere! Ui, das sind aber ganz schön viele Grenadiere. Oh, jetzt wird's aber langsam echt gemein. Jetzt wird's gemein, Leute. Jetzt kommt er mit dem Panzer an. Was will er denn mit dem Panzer da oben, ne? Gummipanzer fahrt mal da hoch. Mach den mal platt, bitte. So. Gut, du weichst den mal bitte aus. Der wechselt das Ziel, ne? Der wechselt das Ziel. So. Gut, egal. Na, jetzt brauche ich auf einmal Silos, wisst ihr? Gut, dann würde ich sagen, nein, keine Motorräder, keine Kampfwagen. Ich brauche hier die Gummipanzer, Leute. Zwei Gummipanzer und dann probiere ich das gleich mal aus. Dann werde ich nämlich eine zweite Panzerfabrik bauen. Mal gucken, ob das hier auch den gleichen Effekt hat.
dass die Einheiten dann schneller produziert werden. Komm, Luftangriff. Okay. Ja, die Flaks, die bringen hier nichts, Leute. Das ist ein Fakt. Die Flaks, die bringen nichts. Lass mal die Gummipanzer, bitte. So, Leute. Gut. Da ist schon der gelbe Sammler, was? Okay. Ja, dann schieß den mal ab. Dann schieß den mal ab. Das geht gar nicht, was der da macht, Leute. Das geht gar nicht, was der da macht. Das muss bestraft werden. Mit seinem Tod. Jawohl. Sehr schön. Dann lass den mal kommen. Dann kann er das doch jetzt mal versuchen. Hier so. Noch ein Flugfeld. Kostet 2000. Ja, ist ganz schön teuer. Aber zwei von denen, ja. sind immer gut. So, da kommt er wieder mit ein paar Grenadieren angeschissen. Ach, das macht doch schon wieder Spaß hier, ey. Das macht doch schon wieder Spaß hier. So, da macht ihn im Arsch. So. Die Gummipanzer. Guten alten Gummipanzer. So. Dann würde ich mal sagen, der kommt damit noch mehr angeschissen, ne? Habe ich doch gerade auf der Karte gesehen. Oh, zwei Panzer. Holy Kack, Leute. Zwei Panzer. Ja, die gehen schneller. Seht ihr das? Die Produktion geht schneller. Das heißt, war eine gute Idee, dass ich hier die beiden Waffenfabriken gebaut habe. Gut, dann mach die bitte platt, die Panzer. So. Mach die bitte im Arsch, hier kommt sogar noch ein Panzer. Oh fuck. Oh fuck, das könnte jetzt knapp werden. Wenn er so viele Panzer hat. Ja, wobei, lass die erstmal daneben schießen. Da muss ich mich nochmal ein bisschen mit Gummipanzern sammeln hier. Nein, 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 nix da. Gut, und jetzt. So. Dann, Gummipanzer, reicht doch aus. Verdammt. gut, aber die Panzer kriegen wir hin, das ist ja schon mal gut. Und die wenigen einfach überfahren. So. Guck damit noch ein Scheiße, noch mehr Scheiße an. GDI, was ist los mit dir? du bist ganz schön aggressiv hier, muss ich sagen. So viel zum Thema nur Wissenschaftler, ja, ja, klar. Natürlich. So viel zum Thema nur Wissenschaftler. So. Ich werde mich jedenfalls jetzt wieder auf Gummipanzer fokussieren und mal noch ein Motorrad bauen. Wieder kein Geld. Ist auch wieder Kacke. So. Oh. Warum haben die die Raketeneinheiten? Das verstehe ich nicht. Normalerweise hatten die Bruderschaft von Nacht die Raketeneinheiten, oder? Ja, das war glaube ich so. Okay, dann würde ich mal sagen, Leute. Machen wir mal weiter. So, ihr macht mal bitte. Guck mal, der zielt doch schon da auf uns, der Penner. So. Diesen Jeep da mal weg. So. Die Mannequin, die könnt ihr einfach platt fahren, bitte. Einfach drüber fahren. Gummipanzer, sehr schön. Ach, ich liebe euch. Gummipanzer, ihr seid so geil. Gummipanzer-Armee. Zack. Sehr schön. So. Ja, wir brauchen keine Silos. Aber ich baue trotzdem vorsichtshalber mal eins. Na komm. Oder zwei. Ja. Ja, wobei das wahrscheinlich nicht ausreicht mit der Kohle. Genau. Das war so dreist von dem, ne? Dass der versucht hat, hier die Kohle vor meiner Haustür zu sammeln. Einfach klauen hier, ey. So. Motorrad, fahr mal bitte hier unten hin. Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter, Nordmod. Einfach erkunden. Boah. Oh, die machen ja gar nichts, okay. Auch nicht schlecht. Ah, no mercy. Mercy is for the weak. Genau. Mitleid ist für Schwächlinge. Ja, das ist so. Wenn man nach Not-Maßstäben geht, ist das so. So, oh, eine Basis. Da ist die Basis. Ja, tatsächlich, Leute. So viel zum Thema Forscher. GDI-Basis. Oh, Mann. Meine Güte, ey. Dann hier echt eine GDI-Basis. Ja, gut. Aber sehr gut, weil wir haben alles erkundet. Soweit. Ja, Minikin. Einfach drüber fahren.
Was ist daran so schwer? Aber ich würde gerne die Einheiten reparieren, aber kann ich leider nicht, ne? Kann ich leider nicht. Gut, egal. Wir sammeln einfach weiter unsere Gummipanzerarmee und hier fahrt einfach drüber. No mercy, ja genau. Mercy is for the weak. Die Mucke hier ist einfach herrlich. Was versucht er denn da schon wieder mit seinen Mannequin? Ja gut, dann überfahrt die einfach. Was soll denn das? Zack, er war weg. Knochenbrecher-Sounds hierbei, ey. Wenn man die überfährt, hört euch das an. Knack. Knack. Hier sind die Knochenbrecher-Sounds. Ach, wie geil. Leute, wie geil. So. Einfach da drauf. Einfach da drauf. So. Oh nein. Nicht nur Mannequin einsetzen, Gegner. Mensch, Mensch, Mensch. Nicht nur Mannequin. Gegen die bringen die Panzer nix. So. Dann hier die Raketenwerfer. So. Alles klar, unsere Gummipanzerarmee wächst weiter. Die Sammler, die müssen jetzt nach unten. Das ist aber, sollte aber kein Problem sein. Jo. Da würde ich mal sagen, nehme ich die noch mit. Ja, das war klar, dass der da. Dass der da jetzt... Ah, Moment. Hier gibt es ja einen Trick. Zieh die Mannequin einfach ins Tiberium rein. Genau. Zack, zack. Da seht ihr es doch schon. Oh, meine ganze Verteidigung. So. Sehr gut. Zack. Einfach drauf da. So, Leute. Genau. Noch mehr Mannequin. Einfach drüber da. Oh, Luftangriff. Nett. Wirklich nett. So, liebe Leute, dann. Wir haben noch keine Verteidigungstürme tatsächlich. Das kommt noch. Leute, das kommt noch. Die Not, die haben einen verheerenden Verteidigungsturm genannt. Obelisk des Lichtes. Leute, und dieser Turm ist einfach heftig. Ist einfach nur übel. Es ist ein Laserturm, liebe Leute, und der ist ganz schön krass. Aber jetzt heißt es erstmal weiter Gummipanzer sammeln. Weil die brauchen wir für die Basis hier. Die ist nämlich sehr schwer befestigt, wie ihr seht. Überall Panzer. Da ist einer versteckt hinterm Baum. Seht ihr das? Der Sack. Der Sack. So, Leute. Dann. Ja, toll. Dann fahr die platt. Sammler fährt die platt. Was zur... Genau. Zack, zack. Knochenbrecher. So, der versucht da wieder irgendwas. Der GDI-Sack. Was versucht er da wieder, hä? Bleib mal da, bitte. Bleib mal da oben. So, Leute. Ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Command & Conquer Remastered. den ersten Teil, Leute. Tiberium-Konflikt. Und... Ja, dann würde ich mal sagen, würde ich das gleich mal versuchen hier mit denen. Ja, kommt, das dauert sonst zu lange. Dann fahrt mal da unten den Gummipanzer. Sind zwar nicht viele, aber die Masse macht's halt, ne? Och, Leute, das kann jetzt nicht wahr sein. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da, ne? Egal, dann fahrt mal hier hoch und macht die mal platt. Wobei, die machen ja nichts, ne? Schau ich das an, die machen nichts. Nur wenn die angeschossen werden. Finde ich sehr sozial von denen, muss ich sagen. So, dann zack. Die beiden Panzer sind weg. So, habe ich hier drei Gummipanzer als Verteidigung. Ist doch schon mal nicht schlecht. So, da versucht er irgendwas, ne? So ein kleiner Stoßtrupp von dem hier. So, dann einfach drauf fahren, genau. So, dann würde ich sagen, Team 1, auf den Turm da, los. Wobei, diese Türme bringen ja nichts gegen die Panzer, ne? Seht ihr?
Die bringen da gar nichts. Der hat sogar verkauft, weil er keinen Sammler mehr hat. Seht ihr? Das ist doch mal mega geil. Ach, macht das Spaß, Leute. Schön die Basis überrennen hier. So, zack. Ja, so viel zum Thema Forscher, ne? Hier ist eine vollwertige GDI-Basis. Noch mit dem Mannequin überall. Ja, ja. Der verkauft die ganzen Gebäude, seht ihr das? Weil er kein Geld mehr hat, der Sack. So. So, da sind natürlich Mannequin drin, ey. So. Und hier platt machen, los. Warte mal, ich würde sagen, ich speichere das Ding erstmal. Mission 6. Not. So. Und zack. Ja, ist ja gut. Das bringt nicht so viel. Da. Und hier, zack. Genau. Und dieses Mannequin da platt machen. Und die Raffinerie, weg damit. Dann war auch diese Mission schon geschafft. Die war ja echt easy as pie, ey. Wobei, was soll man erwarten, wenn die einem sagen, nur Forscher unterwegs? Naja. Eine vollwertige GDI-Basis hätte man da auch nicht erwarten können, finde ich. Aber gut. Ist halt diese Schmutzkampagne, die hier gefahren wird. Ne, gegen uns auch. Gegen die eigenen Leute, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. So, dann... Er verkauft alles, ey. Da ist der Beruf. Den kann ich theoretisch auch einnehmen mit dem Invaso, aber das ist mir zu viel, das ist mir zu viel Frickelei. Wirklich. Ich mache lieber alles platt. Da ist dieser Panzer, schau ich dir an. Wie er da aus dem Baum hervorscheint. Wie gemein. So, Leute, dann. 3 Mannequin aus so einem Turm, ey, nicht schlecht. So, dann. Weiter geht's hier, überfahren. Und zack, sehr gut. Und dann war das doch schon. Fahrt erstmal dahin. So, dann zack. Zack, jetzt repariert er das sogar. Jetzt, wo er wieder Kohle hat, wisst ihr? Ich glaube, der Schlüssel war hier wirklich, dass ich ihm hier oben den Sammler weggenommen habe. So, noch mehr Gummipanzer. So. Kein Geld mehr, aber jetzt ist wahrscheinlich hier oben dieses Dorf, was wir hätten platt machen müssen, ne? Ist wahrscheinlich hier oben dieses Dorf, genau. Oh Mann, Leute. Faust von... Achso, ja, das ist ja unsere, genau. Bam, 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 bam. Ja, ja, ist ja gut, Leute. Ihr kriegt uns nicht kaputt. Bürgerwehr. Also wirklich. So. Dann würde ich sagen, machen wir das mal platt hier. So. Leute. Und zack. Und zack. Und zack. Vielleicht müssen wir nur das Gebäude platt machen, wer weiß. Dieses Krankenhaus da. Und zack. Was? Ach, hier sind noch die GDI-Sachen. Ah, krass. Okay. Noch ein GDI-Kraftwerk. Interessant. Na gut. Okay, dann machen wir jetzt hier nacheinander alles platt. So, Leute. Und zack. Und das hier auch. Die Gummipanzer, die hauen schon ordentlich rein, muss ich sagen. Wieder kein Geld? Wir verballern einfach unser Geld. So, was ist denn das da oben? Guck mal da. So, so Öltürme, die kennen wir doch noch von Alarmstufe Rot. Diese Öltürme hier. So, ich glaube, die müssen sogar auch platt gemacht werden, ne? Dorfbrunnen, weg damit. Die armen Leute hier, ey. Kommt da von 6 Gummipanzern überfallen. Oh Mann. Die armen Leute. So. Aber das passt doch soweit, Leute. Schöne Folge, muss ich sagen. Schöne Mission, ja. So, Bots. So, sehr schön. Und Bots. Und einfach überfahren, oder? Ja, genau. Was ist das denn da? Was ist das denn für ein Gebäude? Was? Das kenne ich gar nicht. Neues Gebäude hier. Cool, Leute. Ja, wir legen alles hier in Schutt und Asche. Wir sind halt die Bruderschaft von Not. Da müssen wir alles in Asche legen. Es ist einfach so. Okay, Leute, dann
Muss ich mal sagen. Zack. Weiter geht's hier. Platt machen. Los. Können wir sogar noch in die nächste Mission reinspinksen hier. Das ist doch schon mal cool. Das ist doch schon mal echt cool. Butz. So, weitermachen. Einfach weitermachen drauf da. So. Viele Gebäude hier, ey. Und Butz. Ja, 5 Minuten haben wir noch. Das schaffen wir schon noch. Was? Alis Haus. Ja gut, okay. So. Und zack. Mach die weg, die Leute da. Los, mach die Leute weg. Irgendwann hören sie auf zu laufen. So. Jetzt die Kirche. Und tschüss. Jawoll. So, dann müssen wir tatsächlich diese Ölbohrtürme hier auch noch platt machen. Na gut, dann mach die platt. Dann mach die platt. Ziviles Gebäude, ja. So. Dann könnt ihr ja da reinfahren, oder? Ach, die können da gar nicht reinfahren. Die müssen es platt schießen. Okay. Das war in Alarmstufe Rot aber einfacher. Da konnte man einfach drüber fahren. Aber gut. Leute, aber gut. Na, weiter geht's ja. Weiter alles platt machen. Tauben sie sogar noch Tiberium, was? Ja, gut. Und zack. Und mach die alle platt hier. Das war's. Das war's, Leute. Geil. Okay, cool. Ja, oh, was ist denn jetzt hier grün? Green Screen. Öh, das sieht aber komisch aus. Oder ist das so? Nee, das ist normalerweise nicht so. Der Screen ist verbuggt. Aber gut, Leute. 158 Gebäude platt gemacht. Und 37 neutrale. Jo. Also Einheiten. Ne? Genau, Leute. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir lieber doch nicht mehr in die nächste Mission rein. Da wird die Folge halt minimal kürzer. Mal schauen wir uns jetzt erstmal unseren Fortschritt an hier. Oh, die versuchen es da oben wieder. Ja, und wir machen einfach weiter. Gut, Leute, wir sind schon bei mehr als der Hälfte angekommen. Okay, krass. Leute, krass. Gut, dann haben wir Mission 8 nächstes Mal. Okay. Erstmal noch die Bonusgalerie hier. Ist das das hier? Ja, genau. Einfache Propagandamission. Die Greenscreen-Aufnahmen wieder, ey. Genau, sterbenskrank. Das sind nämlich verschiedene Dinger. Ich verstehe schon. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, die Mission, die war ja echt easy. Nächstes Mal geht's nach Zaire. Interessant, dann nehme ich den Westweg. ja, wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir das nächste Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.